Herzlich willkommen zu dem ersten von zwei Webinaren, die nach viel Dekotheorie, die wir gemacht haben, endlich mal über das nächste Gas reden, was noch mit dazukommen kann, nämlich Helium. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, werden wir relativ weit vorne einsetzen und werden heute natürlich erstmal klären, warum man überhaupt auf die Idee kommt, beim Tauchen Helium einzusetzen. Dann wird Dominik relativ ausführlich erzählen, wie Helium gewonnen wird, wo das herkommt, warum man es überhaupt hat, welche Eigenschaften es hat. Und wir machen dann einen längeren Schlenker dazu, welche Mischung für welchen Einsatzzweck angemessen ist und mit welchen Parametern man da spielt, wenn man sich das überlegt. Und werden dann am Ende nochmal in eine längere Diskussion einsteigen, was sich eigentlich in der Dekompression ändert, wenn man Helium atmet, weil das tatsächlich eine ziemlich spannende Frage in dem Bereich ist und wo sich auch gerade in den letzten Jahren Dinge nochmal neu getan haben und wo vielleicht größere neue Erkenntnisse möglich sind in den nächsten Jahren. Da kann man ein bisschen gespannt sein. Das ist dann nicht alles, sondern es gibt einen zweiten Teil, wo es um verschiedene Risiken beim Tauchen mit Trimix, mit Helium geht. Das ist dann aber in 4 Wochen sozusagen der folgende Teil dieser Veranstaltung. Gut, steigen wir ein. Warum kommen Menschen überhaupt auf die Idee, etwas anderes zu atmen als die schöne Luft, die doch frei verfügbar ist, die um uns herum da ist, die man einfach nur in Flaschen abfüllen kann? Also macht man ja nicht zum Spaß, sondern das eine, was häufiger gemacht wird, ist, dass wir der Luft ein bisschen mehr Sauerstoff zufügen, um ein bisschen weniger Stickstoff zu atmen. Und das nächste, die nächste Eskalationsstufe sozusagen ist, dass wir der Luft ein bisschen Helium zufügen. Und vielleicht auch nicht nur ein bisschen, sondern relativ viel. Und dabei geht es darum, die Grenzen, die Luft uns setzt, zu verschieben. Also Luft hat eine massive Grenze, die ein bisschen flexibel ist, und zwar die Stickstoffnarkose. Alle, die schon mal ein bisschen tiefer tauchen waren, kennen das, dass man einfach irgendwann nicht mehr so reaktionsfähig ist und so Dinge zu machen wie auf 100 Meter zu tauchen oder so. Das ist mit Luft halt wirklich, wirklich saugefährlich, weil man nicht mehr mitkriegt, was man da eigentlich tut. Das heißt, das Wichtigste beim Trimix ist, wir werden die Narkose los. Das hat aber auch noch ein paar andere Nebenvorteile. Ein weiterer Vorteil ist, Luft wird nicht nur setzt uns nicht nur deshalb eine Grenze, weil sie so narkotisch ist, sondern auch, weil die Atemarbeit, je tiefer man kommt, einfach immer schwieriger wird, weil das Gas eine bestimmte Dichte hat und uns dabei einiges an Mühe abverlangt, einfach nur zu atmen. Und das kann dazu führen, dass man das CO2 nicht mehr vernünftig los wird. Und das kann dann wirklich zu sehr unangenehmen Momenten unter Wasser führen und auch tatsächlich gefährlich werden. Also wenn sich CO2 im Körper ansammelt, bekommt man so Beklemmungen bis hin zu Panik und kann irgendwann eben gar nicht mehr vernünftig atmen. Und wenn man dabei sehr tief ist, ist das sehr unangenehm. Also auch etwas, was wir unbedingt vermeiden wollen. Dazu später auch noch ein bisschen mehr. Und man ist bei Trimix natürlich flexibler, auch in dem Sauerstoffanteil. Das heißt, im Gegensatz zum Nitrox, wo üblicherweise einfach mehr Sauerstoff in der Mischung ist, gucken wir beim Trimix eher, dass man den Sauerstoffanteil sogar reduziert, weil auch der Sauerstoffpartialdruck uns beim Tauchen mit Luft ja eine Grenze setzt. Wir möchten überhaupt nichts atmen mit einem Partialdruck von mehr als 1,4 bar PO2. Und das ist bei Luft halt dann auch so um die 56 Meter erreicht. Und da möchte man eigentlich auch aus diesem Grund gar nicht mehr tiefer. Naja, und warum es dann Helium wird als weiteres Gas? Irgendwas anderes muss man ja nun in die Mischung tun. Und dafür braucht man etwas, was mehrere Kriterien erfüllt. Das eine ist, es sollte nicht narkotisch sein oder zumindest viel weniger narkotisch als Stickstoff. Sonst bringt es ja nichts. Und man muss auch noch irgendwie drankommen.
bei Helium gegeben. Man kommt dran, nur leider, deshalb hier das mit den 99 Luftballons, ist es ein wenig flüchtig, dieses Gas. Es haut nämlich einfach ab. Und dafür übergebe ich jetzt an Dominik, weil wenn da Universum steht, dann Ja, das ist so ein bisschen kenne ich mein mich da ja Fach nicht an mehr das so Thema. aus. Cooles Bild übrigens da rechts. Cooler Song auch. Helium an sich. Ich habe so ein kleines Helium, so eine Helium-Atomkern habe ich da mal versucht zu zeichnen auf diese Folie. Seht ihr das da? Dieses Ding, das so aussieht, als sei da ein Fehler. Ja? Nee, nicht das aussieht wie Spermien. Das ist das Bild, sondern das in der Mitte oben da. Das mit den zwei blauen Knubbeln und mit den zwei roten Knubbeln. Helium ist das zweiteinfachste chemische Element, das es gibt im Universum. Und Kern zwei Protonen. Protonen haben positive Ladung und zwei Neutronen, zwei neutrale Kernteilchen. Also aus vier solchen Kernteilchen zusammengebaut. Das zweiteinfachste Element. Das einfachste Element ist Wasserstoff. Nur ein Proton, sonst gar nichts im einfachsten Fall. So. Und Helium ist nicht nur das zweiteinfachste Element im Universum, es ist auch das zweithäufigste. 25%, wenn ihr. Ich weiß nicht, ob ihr heute Nacht da, wo ihr habt, klaren Himmel habt, aber wenn ihr klaren Himmel habt, guckt da einfach mal raus, raus ins schöne Universum, seht die Sterne, viele Billionen Kilometer weit entfernt. Alles, was ihr da leuchten seht, ja, also von aller normalen Materie, nicht dunkler Materie, nicht dunkle Energie, von aller normalen Materie im Universum, ein Viertel ist Helium. Also Helium ist im Universum bei weitem nicht selten, überhaupt nicht selten. Einfach, leicht und häufig. So, aber. Ein kleines bisschen nachteilig ist, dass auf der Erdoberfläche Helium eine relativ begrenzte Ressource ist. Soll man gar nicht glauben, ne? Ein Viertel von allem, was da leuchtet im Universum, Milliarden Sterne, jeder davon zu einem Viertel aus Helium bestehend. Und hier auf der Erde ist das nicht so, dass man einfach so die Umgebungsluft nehmen kann und da sei eine Menge Helium drin oder sowas. Nee. Helium, wir sprechen gleich darüber, warum das auf der Erdoberfläche relativ selten ist. Das hat einen Grund natürlich. Aber vorweg sagen, Helium gewinnen wir als Beiprodukt aus Erdgasquellen. Und da seht ihr schon so ein ganz kleines bisschen vielleicht das Problem heraufdämmern. Erdgas, wenn ihr mal so die weltpolitische Lage der letzten Jahre zurück, verfolgt vielleicht. Die Erdgasförderung ist nicht ganz unproblematisch in der Hinsicht. Und dementsprechend sieht man da schon sofort, dass das mit der Heliumversorgung nicht unbedingt so stabil ist und kann sich vorstellen, dass der Markt da einigermaßen Preisschwankungen aushalten muss. Das sprechen wir gleich noch drüber. Braucht Helium tatsächlich natürlich nicht hauptsächlich zum Tauchen, sondern man fördert Helium einmal tatsächlich, weil es als Traggas begehrt ist, also für als Auftriebsgas einfach, für ja, Luftballons sind die 99 roten Luftballons, aber halt auch größere, bis hin zu Luftschiffen sozusagen, größere Anwendungen. Es wird in der Medizin gebraucht, unter anderem bei der Magnetresonanztomographie. Und zwar auch deshalb, weil Helium, flüssiges Helium, ein sehr gutes Kühlmittel ist, um also Magnete zum Beispiel auf ganz tiefe Temperaturen runterzukühlen, damit die supraleitend werden und man dann verlustfrei große Ströme durchschicken kann und so sehr hohe Magnetfelder erzeugen kann. Wird in der Halbleiterindustrie gebraucht, wird beim Schweißen als Schutzgas gebraucht und ja, dann irgendwann natürlich auch das berufsmäßige und private Tauchen. Das kommt dann irgendwann, aber wenn Vero mal eins weiterflippt, eine Folie weiter. Ah nee, die nächste Folie drauf ist aber egal, jetzt bleiben wir erstmal bei der. Das wollte ich nämlich noch kurz sagen. Also wer hat das Helium gemacht? Das Helium kommt aus dem Prozess, aus dem im Endeffekt alles kommt im Universum, kommt aus dem Urknall. Das allermeiste Helium, das ist tatsächlich schon über 13 Milliarden Jahre da. Das ist in den ersten Minuten der Existenz unseres Universums entstanden, als aus Strahlung irgendwann Materie wurde, aus der Materie irgendwann Wasserstoffatome und auch Neutronen. Und dann haben sich Wasserstoffatome und Neutronen nacheinander zueinander gefunden. Und dann hat man so ein bisschen Helium, nicht ein bisschen, sondern ein Viertel immerhin Helium gekriegt. Es geht sogar noch weiter. Das Universum macht immer neues Helium. Und zwar dadurch, dass in den Kernen, in Zentralbereichen von Sternen, in unserer Sonne, wie sie da scheint, und in fast allen anderen Sternen, die ihr am Nachthimmel seht, dass dort Drücke und Temperaturen erreicht werden, die so hoch sind, dass diese einfachsten Atomkerne, die häufigsten, Wasserstoff, dass die miteinander verschmelzen, unter anderem zu Heliumkernen. Das Universum macht immer, immer weiter neues Helium. Wir haben ja irgendwann vor, sozusagen, diesen Prozess auch friedlich, nicht in Fusionsbomben, sondern in Fusionskraftwerken, friedfertig zur Energiegewinnung auf der Erde in abgewandelter Form. Ist nicht der gleiche Prozess wie im frühen Universum, ist auch nicht der gleiche Prozess wie in der Sonne, aber ein ähnlicher, ein bisschen verwandter Prozess, Fusionsprozess auch nachzubauen,
um Energie zu gewinnen. Aber das ist ein bisher unerfüllter Traum, das wisst ihr wahrscheinlich. Von Fusionskraftwerken spricht man schon Jahrzehnte und nie hat das sozusagen entscheidende Fortschritte gemacht. So, und da sind wir so ein bisschen dabei. Also wir können Helium nicht so ohne weiteres einfach machen. Wir müssen Helium nehmen, wie es vorhanden ist. Wir können es höchstens trennen von anderen Elementen und uns und aufsammeln, aber wir können es nicht aus erster Ordnung herstellen auf der Erde. Und schlimmer noch, wir haben auch bei diesem Helium einsammeln ein großes Problem. Helium bindet sich nämlich chemisch nicht. Helium ist so ziemlich das nicht reaktivste chemische Element, das man überhaupt kennt, ist ein Edelgas, reagiert freiwillig mit einfach gar nichts und lässt sich daher sehr schlecht einfangen. Und weil es so leicht ist und weil es so klein ist, entkommt das sehr leicht, zum Beispiel aus Gestein, steigt dann auf in der Atmosphäre und schlussendlich so wird das entführt ins Weltall hinaus. Also die Heliumblase beim Trimix-Tauchen, eine Blase, die an die Oberfläche steigt, ihr guckt ihr vielleicht nach, dann ploppt die irgendwann auf an der Oberfläche, das Helium steigt dann auf in der Atmosphäre. Das geht nicht gleich ins Weltall, aber das geht erstmal hoch in die Hochatmosphäre und irgendwann verliert die Erde das dann tatsächlich. Das ist tatsächlich eine unwiederbringlich verlorene Ressource. Da ist nichts mehr mit wiederholen. Das ist weg für immer. Und so, jetzt kann man höchstens noch fragen, warum ist es dann in den Erdgasquellen dran? Die Erklärung da ist auch einfach, im Inneren der Erde gibt es einen Haufen schwere Elemente. Und unter diesen schweren Elementen, einige, ein bisschen Uran, ein bisschen Thorium zum Beispiel, die radioaktiven Zerfall erleiden, die nicht stabil sind. Ganz langsam zerfallen die vor sich hin. Und bei manchen dieser Zerfälle entstehen Heliumkerne, so wir nennen das Alpha-Teilchen in der Physik. Die bleiben dann im Gestein stecken und fangen sich Elektronen ein und dann hat man Helium. Und dieses Gas, das sammelt sich dann, wird dann sozusagen mit dem Erdgasstrom, den man anzapft, rausgespült aus dem Gestein. Und dann kann man es also abtrennen aus dem Erdgasstrom, weil sich Helium erst bei extrem tiefen Temperaturen verflüssigen lässt und chemisch nicht reagiert, kann man das also von den anderen Gasen trennen und dann hat man Helium. Das ist so die Hauptquelle für Helium, ist tatsächlich radioaktiver Zerfall im Erdinneren. Das Rausspülen mit Erdgas und deshalb hängt das halt so eng an der Erdgasförderung. Und nicht nur insgesamt an der Erdgasförderung, wenn Vero noch eine Folie weitermacht, dann sieht man tatsächlich, das hängt an einigen wenigen Erdgasquellen, die sehr heliumreich sind. Rechts, wenn ihr erstmal anguckt, das ist die Produktion in 1000 Tonnen, also in Kilotonnen Helium, über Jahre aufgetragen auf der ganzen Welt. Und da seht ihr so irgendwie, die Welt produziert momentan so im Bereich 20.000 Tonnen Helium. Das klingt erstmal sehr viel, aber wenn man dann einmal hinguckt und sieht, dass das im Wesentlichen an einem Land hängt, nämlich an der Produktion der USA, also in amerikanischen Erdgasquellen, dass weitere Produzenten, also hier in Grünrussland zum Beispiel, mit Sanktionen belegt sind, dass Katar hier, also dunkelbraun, das sind auch Länder, wo die politische Lage vielleicht nicht ganz so stabil ist, wo auch momentan der Transport von Gütern nicht ganz so uneingeschränkt funktionieren kann. Wie gesagt, die weltpolitische Lage kennt ihr alle. Dann sieht man, dass das also eine Sache ist, wo die Versorgung nicht so ohne weiteres klar ist. Ihr seht auch, historisch hat es da Riesenschwankungen gegeben in der Erdgasproduktion und Versorgung. Und wir haben keine Sicherheit, dass das nicht auch mal wieder auftreten wird. Natürlich bemüht man sich auch, neue Quellen zu erschließen, aber so ist einfach die Lage. Und naja, da links nochmal dieses Kuchendiagramm, da sind nochmal so die verschiedenen Verbraucher aufgelistet. Und da seht ihr schon, also hier MRI-Scanners, das ist die Medizinanwendung für die Kernspintomographie, das Schweißen hier unten und dann hier Traggas und das allein schon zusammen und dann das große Semi-Fiber, das ist die Halbleiterindustrie, das zusammen nimmt schon einen Löwenanteil allen Heliums auf der Welt aus. Und hier Atemgase, das ist diese kleine Schnitte hier oben, 2%, das ist aller Atemgaseinsatz. Das ist also ein Nischenmarkt. Das ist wirklich ein Nischenmarkt. Und wir sozusagen sind dann ausgeliefert diesen Schwankungen, die da entstehen, durch dieses Wechselspiel von schwankendem Angebot und konstant hoher Nachfrage. Und das kann man vielleicht mal im Hinterkopf behalten, dann wird man sich vielleicht das nächste Mal immer noch ärgern über die hohen Kosten für eine Trimixfüllung, aber es vielleicht ein Stückchen weiter verstehen. So. Und damit eins weiter, bitte. Zu dieser Frage, ich mache einfach mal einen kurzen Moment noch weiter, Vero, ne? Vermeidung der Stickstoffnarkose. Hat die Vero gesagt, Einsatzbereich und wir wollen da jetzt ein kleines bisschen näher reingucken. Das kann man mit Helium machen. Das eine ist, man kann die Narkose reduzieren, die Inertgasnarkose, die wir erleiden, wenn wir unter hohem Druck Inertgase atmen. Denkt zurück an die Webinare zum Thema Dekompressionstauchen, wenn ihr dabei wart.
Wir müssen inerte Gase im Atemgas haben. Wir können nicht nur Sauerstoff atmen, natürlich, weil Sauerstoff bei oberhalb 1,6 Bar toxisch wird, spätestens. Und wir kennen leider auch kein anderes nicht inertes Gas, das wir ansonsten nehmen könnten, um den Partialdruck des Sauerstoffs aufzufüllen zum kompletten Umgebungsdruck, was wir machen müssen, um atmen zu können. Wir müssen Inertgase nehmen. Und leider sind alle diese Inertgase an irgendeiner Stelle, es stimmt nicht ganz, wir kennen ein reaktives Gas übrigens, das man nehmen könnte, das ist der Wasserstoff. Ne? Also diese eine Ausnahme gibt es, da sprechen wir auch nochmal extra drüber. Hatten wir auch schon mal ein Webinar. Aber ansonsten sozusagen bleiben halt nur die Inertgase, die man nehmen kann. So, und dann kann man jetzt so ein bisschen drüber diskutieren, bis zu welcher Tiefe ist das für einen akzeptabel? Für die Person, für die Situation, der man ausgesetzt ist, dass man durch den Stickstoff ein relativ hohes Narkosepotenzial einnimmt. Hier rechts die Tabelle, wenn ihr mal guckt, da sind so die narkotischen Potenziale aufgetragen, verschiedener Gase. Und da ist jetzt einfach die Luft und auch der Stickstoff, Stickstoff macht den Löwenanteil der Luft aus, ist jetzt auf 1 gesetzt hier. Das heißt, bei einem Bar Druck natürlich nicht narkotisch, das ist das, was wir gewohnt sind. Und relativ dazu ist jetzt aufgetragen, stark die Narkosefähigkeit mancher Gase ist. Und da seht ihr sofort eine spannende Sache. Gab es in der Medizin auch ab und an immer mal Diskussionen. Es gibt Edelgase, das Xenon hier zum Beispiel. Das ist 25 Mal narkotischer als Stickstoff. So narkotisch, dass man das unter Normaldruck schon nehmen könnte, um das Bewusstsein auszuschalten als Narkosegas. Und das hätte durchaus einen gewissen Reiz, weil als Edelgas ist das Xenon natürlich chemisch nicht reaktiv. Viele andere Narkosegase, die man einsetzt, sind zum Beispiel brennbar unter bestimmten Umständen. Das ist natürlich nicht so angenehm in so einer extrem sicherheitskritischen Anwendung. Leider, leider besitzt die Menschheit nur extrem wenig Xenon. Sehr, sehr, sehr teuer. Leider. So, und dann seht ihr Krypton. Auch einigermaßen, ist auch ein Edelgas, auch einigermaßen narkotisch. Argon, narkotischer als Stickstoff. Aber schon sozusagen in Schlagweite dessen, also doppelt so narkotisch wie die Stickstoff oder die Luft. So, und dann kommen die leichten Gase. Hier das Helium, nur so circa ein Viertel so narkotisch wie der Stickstoff. Und der Wasserstoff, seht ihr hier, Hydrogen, halb so narkotisch, also auch deutlich weniger narkotisch. Wie gesagt, da sprechen wir vielleicht getrennt mal über den Wasserstoff. Heißt Takeaway 1. Mit Helium kann man die Narkose nicht komplett ausschalten. Auch Helium hat eine gewisse narkotisierende Wirkung, aber sie ist viermal kleiner als die vom Stickstoff. Und dieses viermal kleiner ist sehr nennenswert, weil wie tief sind wir uns eigentlich einig, kann man, ob man es tun sollte, besprechen wir noch. Aber man kann mit einem Gasgemisch von Narkosepotential 1, sprich Luft, 40 Meter tief tauchen. 40 Meter sind 5 Bar Umgebungsdruck. Und ja, da spüren die allermeisten Menschen eine gewisse Narkose, aber es ist jedenfalls für die allermeisten auch nicht überwältigend. Wenn man das jetzt mal 4 nehmen dürfte, ja, diese 5 Bar Umgebungsdruck, sind wir bei 200 Bar Umgebungsdruck. Und ja, in solchen extremen Tiefen, dann wird auch Helium richtig narkotisch, aber da haben wir noch ganz andere Themen zu bewältigen. Und dementsprechend seht ihr schon für die Tiefen, die üblicherweise beim Tauchen, auch beim technischen Tauchen erreicht werden, ist dieser Faktor 4 gewaltig im Narkosepotenzial. Der ist so gewaltig, dass selbst bei extremen Tieftauchgängen mit hypoxischen Dremixgemischen meistens der Rest Stickstoff sozusagen, der da noch drin ist, die Narkose ganz wesentlich beeinflusst. Ja? Also man kann mit Helium-Narkose beim Tauchen in den tiefen Druckbereichen, die wir erreichen, sehr effizient unterdrücken. So, jetzt ist die Frage, ab wann muss das sein? Gibt Verbände und Linien, Doing It Right zum Beispiel, da ist es so ab bis 30 Meter vielleicht. Ist das mit nicht heliumhaltigen Gasen akzeptabel? Und oberhalb 30 Meter sollte es dann spätestens Helium sein, kein Nitrox mehr zum Beispiel. Jetzt wissen wir andererseits, sagte ich schon, es werden natürlich weltweit ganz viele 40-Meter-Tauchgänge gemacht, quasi täglich. Und wir sehen, wenn man ehrlich ist, in den Unfallzahlen nicht greifbar, dass die Narkose dort schon einen nennenswerten Einfluss hat. Da passieren natürlich auch manchmal Unfälle, aber es ist nicht greifbar, dass die mehrheitlich auf die Narkose zurückgehen. Das nicht heißt, dass das nicht manchmal vorkommt. Das heißt, das seht ihr jetzt hier schon, da gibt es eine gewisse Freiheit, wenn man so will, aufhand der Daten, die wir haben, sich zu überlegen, wie viel Narkose jetzt wirklich für einen selbst und für die Situation tolerierbar sein soll. Man muss so fair sein, sagen, denke ich,
Das tiefer als 30 Meter bedeutet, die allermeisten Menschen spüren irgendeine Art von, irgendein Ausmaß von Narkose. Wenn man das nicht möchte oder wenn man Dinge tut, wo das wirklich nicht angemessen ist, sollte man da die Entscheidung treffen, die Narkose weitestgehend zu unterdrücken. Genereller Konsens ist auch, zumindest bei den Verbänden, die wir, glaube ich, so kennen, dass man tiefer als 50 Meter mit Luft nicht mehr aktiv ausbildet. Das ist natürlich vielleicht etwas anderes, was Leute manchmal in ihrer Freizeit selbst machen. Aber Tauchlehrerinnen und Tauchlehrer erlegt man das normalerweise nicht mehr auf, dass man tiefer als 50 Meter auch noch Verantwortung für Schülerinnen und Schüler tragen soll. Und ich glaube auch mit guten Gründen. So, eins weiter bitte. Oh, dann übernehme ich mal wieder. Für die Währung, oder? Würde ich sagen, ja. Immerhin bin ich das auch auf dem Bild. Von dir haben wir so Korrekt, eins ja. auch, aber ich glaube, das Korrekt. bin ich. Gut. Nochmal einen kleinen Schlenker weg vom Helium und dahin, warum wir diese Narkose eigentlich vermeiden wollen. Einfach nochmal zur Erinnerung. Narkose klingt ja erstmal so ziemlich, so gar nicht so unbedingt schlimm, wenn man das als tiefen Rausch kennt. Ne? Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die auch schon tiefer als besagte 50 Meter waren. Heidegret schrieb gerade im Chat, 55 wird bei TDI tatsächlich noch ausgebildet. Ich dachte, das hätte sich inzwischen alles so halbwegs auf diese 50 angeglichen. Aber also es ist nicht lange her, dass es auch einige Verbände gab, die mit Luft bis 60 sogar ausgebildet haben. Das ist also die älteren TaucherInnen, die kennen das alle noch und die waren in den Tiefen, wenn sie gerne tief tauchen, auch schon einfach mit Luft. Das heißt, es ist nicht so, dass das überhaupt nicht geht. Es ist aber etwas, das einem einfach ein weiteres Problem hinzufügt bei dem, was man unter Wasser eh schon hat. Und was da halt üblicherweise passiert ist, dass du, der Anfang ist so eine ganz schöne, angenehme Sache. Also man wird so ein bisschen euphorisch, ein bisschen gut gelaunt, so ein bisschen alles ist irgendwie ganz in Ordnung. Das ist so wie nach so einem zweiten Bierchen oder so, dass man irgendwie das Gefühl hat, so plötzlich fallen auch alle Probleme weg und alles ist in Ordnung. Und es passieren dabei aber auch Dinge, dass man einfach nicht mehr so gut agieren kann, wie man das normalerweise kann. Was halt ganz, ganz, ganz deutlich ist, ist, dass man, solange alles ganz normal ist und alles funktioniert, sehr gut seinen Tauchgang machen kann. Dass aber die Kompetenz, die man hat, Probleme in den Griff zu kriegen und Probleme zu lösen, dass die extrem leidet. Und das ist auch nachweisbar. Das heißt, das ist so das Problem, je tiefer der Tauchgang, umso weniger möchte ich in so einen Zustand kommen, in dem ich, wenn irgendetwas schief geht, eventuell einfach nicht mehr weiß, wie ich damit jetzt umgehe. Und irgendwann schlägt dieser Tiefenrausch dann auch nochmal um in etwas, was wirklich, wirklich, wirklich für niemanden mehr angenehm ist und was sich auch niemand mehr schönredet, also redet. Also da kommt dann einfach massive Angst, da kommt, wie komme ich hier überhaupt wieder hoch? Da hat man dann irgendwann hat man so das Gefühl, dass es einem gleich wirklich die Lichter ausbläst und das kann es auch tatsächlich. Und so. Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, dass das ein Stickstoffrausch ja also dass die Stickstoffnarkose von diesem einen Gas Stickstoff kommt. Es kam aber gerade im Chat auch der Hinweis Dichte. Ja, es gibt nämlich noch ganz andere Dinge, die mit rein spielen in das, was wir als tiefen Rausch dann wahrnehmen. Es ist gar nicht so klar, dass es wirklich ausschließlich und nur der Stickstoff ist. Wir haben mehrere Dinge, die diesen Rausch machen könnten. Wir haben gerade gesehen, übrigens, dass Helium ein ganz kleines bisschen auch. Das wird aber üblicherweise vernachlässigt, weil es wirklich relativ wenig ist und die anderen Gase da ganz anders auftragen. Wir haben aber als ein sehr relevantes Gas auch noch das CO2. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum das mit der Dichte so wichtig ist, weil CO2 ist auch sehr narkotisch, kann bei einem unter höheren Drücken auch wirklich regelrecht giftig werden. Und CO2 produzieren wir aber beim Tauchen die ganze Zeit. Also produzieren wir beim Atmen, produzieren wir ja eh am laufenden Band. Und beim Tauchen ist es unglaublich wichtig, dass wir es schaffen, das CO2 auch wieder abzuatmen, weil sonst hat das auch Einfluss auf unsere Narkose. Dieses Abatmen
wird halt schwieriger, das hatten wir vorhin schon angedeutet, wenn das Gas zu dicht ist, also man eine zu hohe Atemarbeit hat. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass in dem, was wir als Tiefenrausch wahrnehmen, auch das CO2 eine größere Rolle spielt und dass das ein Teil der Narkose ausmacht, den man als unangenehmer wahrnimmt. Es gibt ja so eine Art von Narkose, die ist irgendwie ein bisschen hübsch und wie ein bisschen betrunken. Und dann gibt es die Art von Narkose, die mit sehr viel Angst einhergeht und wo man das Gefühl hat, man kriegt nicht richtig Luft und irgendwas ist wirklich gar nicht toll. Da kann es extrem gut sein, dass daran eben auch ein leicht zu hoher CO2-Gehaltsspiegel im Körper mit dran beteiligt ist. Und dann gehört dazu, dass eben auch wenn der Sauerstoffpartialdruck relativ hoch ist, dass es durchaus so ist, dass man eine beginnende Sauerstoffvergiftung durchaus verwechseln kann mit einem tiefen Rausch, was dann übrigens ganz schön gefährlich ist, weil die Sauerstoffvergiftung wird tendenziell viel schlimmer als so ein bisschen tiefen Rausch. Das heißt, wenn die einsetzt, ähneln sich die Symptome. Also mit leichten Sehstörungen, kann man so einen metallischen Geschmack spüren, den hatte ich auch durchaus schon mal in der Tiefe. Es kann irgendwie komisch, die Geräusche können sich verändern und das kann möglicherweise eben nicht nur am Stickstoff liegen. Sauerstoff selber ist eventuell auch narkotisch. Das gehört mit in die Diskussion. Das heißt, Haben wir übrigens auch mal ein Webinar drüber machen. Gibt es auch ein paar Daten dazu. Sorry, nicht zum Unterbrechen, aber es ist ja. ein heiß diskutiertes Thema, Narkosepotenzial von Sauerstoff. Gibt es Ja. Argumente in die eine und andere Richtung, ja? Ja. Und ein paar Messungen mittlerweile. Ja. Das ist gut. Ich hatte letztens was in der Hand mit Nitrox und Ja, das zum einen, aber es versuchen. gibt tatsächlich Versuche, wo man so mit funktionalem Magnetresonanzimaging, also Aktivität von Gehirnarealen untersucht hat, verschiedenen Atemgasen bei verschiedenen Drücken und ein bisschen sozusagen, vielleicht muss man bei der fMRI natürlich aufpassen, das verrät irgendwie, das ist kein Gedankenlesen oder sowas. Also ein ganz kleines bisschen gibt das vielleicht schon Hinweise. Und diese Diskussion aufzubrechen, erstmal würde man ja sagen, sozusagen in der Meyer-Overton-Welt, Löslichkeit von Sauerstoff ist so, dass man eigentlich erwarten sollte, das ist sogar narkotischer als Stickstoff. Das Gegenargument ist immer die schnelle chemische Bindung, der Stoffwechsel. Und wenn dieser Stoffwechsel gewinnt, sozusagen, sodass der Schlüssel nicht das Schloss passieren kann, wenn man so will, dann ist das Narkosepotenzial vielleicht ganz klein. Und diese funktionale MRI-Untersuchungen, die sehen eher in diese Richtung aus, also dass Sauerstoff wahrscheinlich ein relativ kleines Narkosepotenzial hat. Aber wie gesagt, da sprechen wir vielleicht mal gesondert drüber. Das ist ein echtes Thema für sich. Wir suchen ja noch nach Themen für extra komische Webinare. Ich glaube, das wäre Ja, das eins. wäre mal Da würde ich was. auch Ja, gerne noch das mal wäre rein. was. Ja. Wir haben auch noch ein paar Nitrox-Sachen, wo ich auch gerne noch mal rein würde, so, weil sich da ja auch noch mal ein bisschen was tut. Ja. Gut, trotzdem noch mal kurz zurück zur Narkose und warum wir so scheinbar flache Äquivalenztiefen nehmen. Also wir nehmen uns ich tauche problemlos mit Luft auch auf 50 Meter. Aber wenn ich schon Helium in die Mischung mache, dann fange auch ich an, so zu rechnen, dass ich eine äquivalente Narkosetiefe von 30 Meter habe. Also dass ich nur noch so viel Stickstoff in der Mischung habe, als wenn ich mit Luft auf 30 Meter wäre. Warum das? Weil man mit solchen Gasen Tauchgänge macht, die einfach sehr tief werden, im Zweifel manchmal auch wirklich sehr, sehr, sehr tief. Also 100 Meter sind eine Ansage. Das ist eine Tiefe, die man ganz, ganz deutlich spürt. Und die spürt man auch, und die ist auch beeindruckend, wenn man völlig klar ist in der Birne. Dabei, bei diesem Erlebnis, dass man so tief ist, dann auch noch irgendwann wie im Kopf nicht ganz bei der Sache zu sein, ist, glaube ich, etwas, was man überhaupt nicht erleben möchte. Deshalb ist sozusagen die Wahl von, wenn man schon wahnsinnig viel Geld für so eine Füllung mit ganz viel Helium ausgibt, dann die paar Euro, um die Füllung auch richtig zu machen, die kann man dann schon auch noch drauflegen und nicht mit so einer äquivalenten Narkosetiefe von 40, 50 rumspielen, weil das am Ende dann wirklich nicht mehr schön ist. Und damit sind wir gleich bei dem Thema
Äquivalente Narkosetiefe habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und habe aber noch gar nicht erklärt, was das eigentlich ist. Die äquivalente Narkosetiefe wäre die Tiefe, man kennt das vielleicht von Nitrox mit äquivalente Lufttiefe, ne? Ist es nicht, ist was anderes. Äquivalente Narkosetiefe ist das, die Tiefe, auf der Luft jetzt denselben Stickstoffpartialdruck hätte wie die Mischung, die wir jetzt dabei haben. Also heißt, ich habe einen Trimix und bin damit auf 70 Meter und da drin ist aber nur noch so viel Stickstoff, dass ich mit Luft auf der äquivalenten Narkosetiefe denselben Stickstoffdruck hätte. Da wählt man sich dann üblicherweise sowas aus wie: Ich nehme Luft auf 30 Meter. Luft auf 30 Meter hat 3,16 bar Stickstoffpartialdruck, weil 0,79 mal 4, 4 bar für die 30 Meter. Und dann kann man sich damit ausrechnen, wie viel Stickstoff man denn in seiner Mischung noch zulässt, damit man 30 Meter nur so berauscht, das nur eine Narkose hat, als wäre man mit Luft auf 30 Meter, also etwas, was wir allgemein alle sagen, das können wir noch handeln. Und um das etwas einfacher zu machen und nicht jetzt jedes Einzelne gemeinsam durchzurechnen, was ja ein bisschen nervt, habe ich das hier einfach mal in eine Tabelle gepackt. Für jede Tiefe, die man so ansteuern könnte, in Tiefen, in denen das sinnvoll anfängt, sinnvoll zu sein, dass man sich jetzt Helium mit in die Mischung packt, den Prozentsatz an Stickstoff, der in dieser Mischung bedeuten würde, sobald ich auf dieser Tiefe bin, habe ich mit diesem Stickstoffanteil einen tiefen Rausch, als wäre ich mit Luft auf 30 Meter. Ja, man sieht bei 100 Meter nur noch 28% Stickstoff in der Mischung. Bei 50 Meter kann das noch relativ viel sein. Klar, man ist ja viel näher an den 30 Metern auch noch dran. Gut. Warum so flach? Haben wir eben schon erklärt. Das nächste, was wir dann dazu nehmen, müssen wir uns entscheiden müssen, welche Mischung suchen wir uns denn jetzt oder welche Mischung nehmen wir mit zum Tauchen, ist, wie viel Sauerstoff darf noch rein in die Mischung? Und da sagt man grundsätzlich auch hier in der maximalen Tiefe sollten es 1,4 bar Sauerstoffpartialdruck sein. Manche gehen da auch lieber auf 1,3, auch das lässt sich gut begründen. Beim Rebreather übrigens auch 1,3, weil man sich dort sehr viel länger diesem Sauerstoffpartialdruck aussetzt. Ne? Wenn man jetzt anfängt mit Mischungen, wo dann auch ein bisschen Helium drin ist, dann ist man üblicherweise in dem Bereich normoxischer Mischungen, also von Gasen, die wir an der Oberfläche weiteratmen können. Wir wissen ja, so ein bisschen weniger als das, was wir normal in der Atmosphäre haben, also ein bisschen weniger als 21%, kann man an der Oberfläche noch sehr gut atmen, ganz, ganz problemlos eigentlich. Man kann ja auch, wenn man jemanden beatmen möchte, mit der eigenen Ausatemluft jemanden beatmen. Und da kommen nur noch 17% Sauerstoff raus. Und das reicht eben trotzdem, dass der andere noch genug abkriegt. Das heißt, das kann man problemlos machen. In den Tiefen, in denen man so am Anfang ist, 45 Meter, 50 Meter, da kann einfach der Sauerstoff bei 21% bleiben, wie wir ihn in der Luft haben. Da müssen wir nicht groß dann etwas ändern. 1,4 bar Partialdruck hätten wir bei 50 Meter Tiefe mit 23% Sauerstoff. Also wenn man sich dabei mischen ein bisschen vertut und dann irgendwie statt der 21, 22 hat, muss man sich nicht aufregen. Aber man kann im Prinzip bei einer Mischung bleiben, die so ähnlich ist wie Luft. Und erst in dem Bereich, wenn es ein bisschen tiefer geht, wenn man sich so an die 70 Meter ranwagt, was dann raus ist aus diesen Einsteiger-Trimix-Kursen, dann kommt man Mischungen, bei denen man so 17, 18% Sauerstoff drin hat, mit denen man, die immer noch normoxisch sind, mit denen man aber einfach langsam ein kleines bisschen tiefer kann. Und ab dort kommt so eine Grenze, da müssen die Mischungen hypoxisch werden. Das heißt, wir haben einen Sauerstoffanteil in der Mischung, dass man dieses Gas jetzt an der Oberfläche nicht mehr atmen möchte. Jetzt ist das Problem zwar auf ein paar Meter Tiefe wieder gelöst, aber eine Mischung mit nur 12% Sauerstoff, die, wenn man die an der Oberfläche im Mund hat, daraus atmet und dann auch noch ein bisschen schwimmt, dann gehen sehr, sehr schnell die Lichter aus. Dann bekommt der Körper nämlich nicht mehr genug Sauerstoff ab. Und das sind dann Gase,
mit denen man noch mal ganz anders vorsichtig umgehen muss. Also da ist mehr passiert, als ich habe jetzt ein bisschen Helium in die Mischung gepackt, sondern ich habe ein Gas dabei, das ich gar nicht immer atmen kann. Und das macht die Sache einigermaßen gefährlich. Deshalb ist der Weg dahin dann doch ein kleines bisschen länger. So, und dann haben wir sozusagen neben der Grenze, was ist denn die äquivalente Narkosetiefe? Also wie viel Narkose will ich mir noch zumuten? Und der Grenze, wie viel Sauerstoff darf ich mir zumuten, kommt einfach noch was dazu, nämlich die Gasdichte. Und wir haben, also es kam eben jetzt hier im Chat noch ein bisschen auf, die Gasdichte ist ziemlich relevant dafür, dass man den CO2-Spiegel runterkriegt. Also, dass man es schafft, vernünftig auszuatmen und dass man dieses Gefühl von, ich bin außer Atem, ich kriege das, dass man das gar nicht erst hat. Und das geht mit einem sehr viel leichteren Gas unendlich viel besser. Wie wir hier rechts sehen können, ist Helium im Vergleich zu Luft insgesamt oder auch im Vergleich zum Stickstoff, den wir ersetzen wollen, unendlich viel leichter. Also er hat eine unglaublich geringere, viel, viel niedrigere Dichte und atmet sich wirklich massiv anders. Also man hat dieses ganze Problem mit, boah, man ist, die Luft wird so ein bisschen zäh und so ein bisschen, man spürt ja ein bisschen, dass man da jetzt härter atmen muss in der Tiefe. Das ist tatsächlich weg. Und das ist so für uns mit, also für euch mit offenen Systemen eine, vor allem eine Sache von Komfort, auch von Sicherheit. Das ist einfach besser. Es wird noch mal richtig, aber richtig, richtig, richtig wichtig, wenn man mit einem Rebreather taucht, mit einem Kreislaufgerät, weil hier ein großes Risiko oder das eine relevante Risiko, das man beim Tauchen mit Rebreathern hat, ist, dass der Scrubber das CO2 eben doch nicht richtig rausfiltert. Also, dass man in dem Atemgas, das man wieder und wieder bekommt, schon technisch einen höheren CO2-Spiegel hat. Gar nicht so sehr, dass das im eigenen Körper passiert, sondern dass das von außen immer wieder neues CO2 mit in den Kreislauf kommt, weil das einfach nicht vernünftig rausgefiltert wird. Und das kann passieren und es ist unendlich wichtig, dass man, wenn das passiert, dass man es merkt und dass man es so schnell merkt, dass man noch gut reagieren kann. Und wenn man jetzt aber eh so einen leichten Tiefenrausch hat die ganze Zeit, weil man nämlich Luft da drin hat und jetzt eigentlich daran gewöhnt ist, dass man auf 50 ein bisschen Knülle ist, dann kann das mit dem Rebreather ganz schnell dazu führen, dass man glaubt, es wäre nur ein kleiner Tiefenrausch und deshalb nicht die notwendigen Schritte macht, die man jetzt tun müsste, wenn man wahrnimmt, dass es aber leider eigentlich eine CO2-Vergiftung ist und man gerade in ein riesengroßes Problem reinrennt. Und wegen dieser Verwechslungsgefahr und weil Helium ja nun für das bisschen, was man verbraucht, in so einem Rebreather auch wirklich bezahlbar ist, ist es sehr üblich, dass man beim Tauchen mit Rebreathern einfach einen übertrieben hohen Heliumanteil im Zweifel drin hat. Bis hin zu, dass auch mal einfach Heliumsmischungen getaucht werden. Aber man versucht, den Stickstoff einfach noch weiter runterzufahren und auf jeden Fall nicht irgendwelche Grenzen zu machen mit, ach ja, 40 Meter äquivalente Narkosetiefe geht noch. Ist da einfach wirklich raus und das macht man da wirklich gar nicht mehr. Vielleicht noch dazu sagen, so rein physikalisch sozusagen, ist ja noch nicht nur, dass Scrubber nicht perfekt sein können, sondern man muss ja natürlich auch das Loopvolumen durch diesen Scrubber durchbewegen. Das ist ja ein Filter sozusagen, ist ein Widerstand für den Luftstrom. Und man hat ein nennenswertes Gasvolumen, das die Lunge zusätzlich bewegen muss zum Gas in der Lunge drin, nämlich das Gasvolumen im Loop. Da gibt es keinen anderen Antrieb im Wesentlichen. Ja, das ist auch noch ein Unterschied zu Open Circuit, Richtig. der direkt erklärt, warum die Atemarbeit und damit die CO2-Elimination, ist ein ganz wesentlicher Parameter für das Loswerden von CO2, ist niedrige Atemarbeit an jeder Stelle, dass das nicht so gut sein kann, sozusagen wie Open Circuit. Und deshalb an anderer Stelle das vielleicht kompensieren sollte. Da darfst du auch direkt drin bleiben, weil ich glaube, das da Ja, ist. genau, also das, so kam ich da ist auch drauf, was war wichtig. Also Basic sozusagen. Wir erleben, wenn wir den ganzen Tag über
unterwegs sind und unserem Leben nachgehen, hier an der Oberfläche und beim Tauchen in flachen Tiefen normalerweise genauso. Wir erleben eine Welt, in der wir das Atmen gewohnt sind. Solange wir existieren, atmen wir. Es ist für uns keine nennenswerte Anstrengung im Normalbetrieb. Bei Anstrengung ist was anderes, aber im Normalbetrieb keine nennenswerte Belastung. Das schaffen wir locker. Wir ermüden nicht durch das Atmen allein. Ist ja auch ganz gut so. Und deshalb vergessen wir manchmal, dass das Bewegen dieser Gasmenge für unseren Körper rein in diese feinsten Lungenkapillaren raus, sozusagen aus den Bronchien raus, wieder ins Freie, immer und immer wieder, dass es ein nennenswerter Akt ist, den der Körper da vollbringen muss. Ja? Und dass es da Grenzen gibt. Die Atemwege bis rein in die feinsten Alveolen und wieder raus, die können nur eine relativ begrenzte Menge Gas pro Sekunde bewegen. Ihr kennt diesen FEV1-Test von der TTU vielleicht, dieses Forced Expiration Volume, also so schnell ausatmen, wie es geht und dann eine Sekunde lang messen. Und dieser Wert, wie viel man da schafft, das sind ein paar Liter, selbst wenn man gut trainiert ist. Und das ist schon, was man, wenn man macht, was geht. Und wenn alles in Ordnung ist mit den Atemwegen. Ja, da gibt es also Grenzen. Und diese Grenzen, die sinken natürlich ab. Wenn das Gas mehr wiegt, wie könnte es anders sein? Um etwas zu bewegen, muss ich es beschleunigen. Und um Massen zu beschleunigen, brauche ich Kraft. Ja? Einen leichten Einkaufswagen anzuschieben braucht viel weniger Kraft, als einen Einkaufswagen anzuschieben, der mit 5 Bierkisten voll beladen ist. Und genauso ist das natürlich mit der Luft auch. Wenn die Luft oder das Atemgas mehr wiegt, und wann wiegt Atemgas bei gleichem Volumen mehr? Klar, wenn es dichter ist. Und wann ist Atemgas dicht, wenn der Umgebungsdruck höher ist? Dann sinkt natürlich die Möglichkeit, Luftvolumen effizient in uns rein und aus uns raus zu bewegen. So. Und mit diesem Sinken der Effizienz ist es unvermeidlich, dass der CO2-Spiegel ansteigt. Lässt sich eigentlich nicht verhindern. Weil nur durch dieses beständige Rausbewegen natürlich von Gas kann der Körper CO2 loswerden. Und wenn nicht mehr alles CO2 los wird, dann geht das in Lösung. Und dann setzt das diese ganze Kette in Gang, von der Vero gesprochen hat. Starke Narkose, oft als furchteinflößend empfunden, negativ empfundene Narkose. So, und jetzt kann man also nur noch sprechen über Grenzen. Und da waren wir gerade schon so ein bisschen drin in der Diskussion, also das Reprisertauchen naturgemäß etwas höhere Atemarbeit hat als Open Circuit, wenn alles andere gleich ist. Und vor allen Dingen aber auch die Anstrengung. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich zum Beispiel gegen Strömung anpaddeln muss. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich unter Wasser vielleicht irgendwie etwas bewegen muss. Aber es ist halt auch ein Riesenunterschied, ob ich vielleicht auf 50 Metern einem Buddy helfen muss, der gerade ein Problem hat. Auch das verursacht natürlich nennenswert Anstrengung. Und das weiß ich vorher nicht. Und alles das sollte ein kleines bisschen vorsichtig stimmen. Man kann da in echte Fallen gehen. Es kann sehr leicht möglich sein, eine bestimmte Menge Atemgas, sag auf 50, auf 55 Metern zu bewegen, CO2 ausreichend loszuwerden, solange wir nicht angestrengt sind, solange unsere CO2-Produktion im normalen Rahmen ist. Wenn dann aber der Stoffwechsel hochdreht, weil man plötzlich irgendeine Art von Arbeit verrichten muss und man deshalb natürlich schneller atmet, mehr Sauerstoff ranschafft, natürlich auch gewissermaßen mehr Kohlendioxid wegarbeitet, aber das dann nicht mehr kompensiert, diese erhöhte Produktion, dann geht diese Spirale los und man kann dann die Atemarbeit nicht beliebig steigern, weil dann schon Grenzen kommen, der Erschöpfung der Atemmuskulatur irgendwann. Und dann wird das sehr schnell sehr gefährlich. Und dementsprechend sollte das so ein kleines bisschen zur Vorsicht raten. Der logische Ausweg, der ist nämlich klar, leichtere und damit besser fließfähige Atemgase. Und das haben wir gesehen, das zweitleichteste Element im Universum, das Helium, eignet sich da idealerweise, um das Gasgewicht ganz nennenswert zu senken. Ne? Ist deutlich, deutlich leichter als Stickstoff. Eins weiter bitte nochmal. Da sieht man, dass diese kleine Testreihe, muss man sagen, das ist so ein Thema, da gibt es nicht sehr viele Daten dazu. Das ist auch relativ neu in der Diskussion. So für mein Gefühl lange Zeit ein bisschen vernachlässigt worden, dieses Thema Gasdichte. Man hat sich immer nur auf Narkose fokussiert, wenn es um die Frage ging, bis wann geht es mit Luft. Aber es gibt ein paar Testreihen, das von Gavin Anthony hier, dieses Diagramm rechts. Da ist aufgetragen, diese drei Säulen, Gasdichte,
Ein Gramm pro Liter, und das sind so immer Intervalle, die 1 Gramm umfassen. 2 bis 3 Gramm, 2 bis 4 Gramm, 4 bis 5, 5 bis 6, 6 bis 7. Wäre, wenn du mal 2 Folien zurückflippst, kann man das vielleicht nochmal ganz kurz nur zum Vergleichen sozusagen, da nochmal gucken, die Tabelle. Ja, da war das schon. So. Nee, Nein, 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 wir nein. werden. Die, exakt. Das sind jetzt Kilogramm pro Kubikmeter, aber oh Wunder, Kilogramm ist in 1000 Gramm und Kubikmeter sind 1000 Liter. Das heißt, das könnten genauso Gramm pro Liter sein. Ne, das ist hier Luft, bei einem Bar ist 1,2. So. 5 Bar Umgebungsdruck, 40 Meter, ist man also schon 1,2 mal 5 jenseits der 6 Gramm pro Liter. Das einfach nur zur Einordnung. Wir gucken gleich nochmal näher rein. So, jetzt wieder 2 Folien vor. Also das sind diese Säulen. So, was wurde da jetzt gemacht? Da wurden Reprise-Tauchgänge unternommen und dann wurde geguckt, wie viel dieser Tauchgänge in dieser Testreihe schlugen fehl. Und da gab es verschiedene, das war so ein, sozusagen fassendere Versuchsreihe, was verschiedene Kriterien für Fehlschlag. Manche davon spielen jetzt hier und heute keine Rolle, aber es gab ein wesentliches Kriterium für einen Fehlschlag und das war Partialdruck vom Kohlendioxid im ausgeatmeten Gemisch größer als eine Grenze, hier 8,5 Kilopascal. Größer als eine Grenze, bei der man mit Sicherheit davon ausgehen muss, der Organismus reichert schon nennenswert Kohlendioxid an. Und dann wurden die Tauchgänge also als Fehlschlag gewertet, wenn dieses CO2 im Ausatemgas über eine bestimmte Schwelle stieg. Und jetzt guckt mal, was da passiert ist. Wenn die Gasdichte hochgefahren hat, also sprich die Tiefe erhöht hat, dann sieht man so, bis so 5 Gramm pro Liter ist das alles irgendwie im Rahmen. Also die allermeisten Tauchgänge sind erfolgreich. Und es gibt einige Fehlschläge. Failed Other ist hier das Graue. Okay, aus irgendeinem Grund, der uns hier jetzt nicht so arg berühren muss. Und dann gibt es aber hier die schwarzen. Failed Carbon Dioxide. Also aufgrund der Verletzung dieses Kohlendioxidspiegelkriteriums fehlgeschlagen. Und das ist erstmal eine lange Zeit irgendwie so im Rahmen. Und dann aber, wenn man diese 6 Gramm pro Liter überschreitet, dann geht's rund. Dann ist ja so ein ganz nennenswerter Teil dieser Tauchgänge, weit über ein Drittel, hat hier dieses Failed Carbon Dioxide Kriterium. Ne? Waren insgesamt 35, 31 sind 66 und 9, 75 Tauchgänge hier in dieser Säule und volle 31 davon, wie gesagt, über ein Drittel aufgrund dieses Kohlendioxidkriteriums fehlgeschlagen. Und das will einem schon etwas sagen, glaube ich. Das ist kein Zufall. Das könnte man jetzt fortsetzen zu immer höheren Gasdichten und dann ist ziemlich sicher, dass man dann immer mehr kriegen würde, dass der Kohlendioxidspiegel über eine Schwelle fällt. So. Die Schlüsse, die man daraus gezogen hat, sind einfach. Die sind eigentlich direkt schon in dem Plot. Spätestens bei 6 Gramm pro Liter Gasdichte hat man damit ein Problem. Und jetzt nicht nur Mann, irgendwer, sondern wahrscheinlich alle Menschen. Das ist wie immer, das sind ja tendenziell eher fitte Leute, die diese Tests mitmachen. Tendenziell im Schnitt eher fitter, auch in besserer sozusagen Atemwegsgesundheit als der Durchschnitt aller TaucherInnen. Und deshalb daraus der dringende Schluss zu ziehen, dass man vermeiden sollte, dass die Gasdichte über diese 6 Gramm pro Liter ansteigt. Man sieht auch zum Glück unterhalb dieser 6 Gramm pro Liter das Problem sehr viel moderater. In diesem Paper hier unten ist die Referenz. Der empfohlene Grenzwert war da 5,2 Gramm pro Liter, also um auch von diesen 6 Gramm ein gutes Stück weg zu sein. Das ist natürlich eine grobe Einteilung hier, ne, mit diesen Balken. Wenn man das dann jetzt einzeln auftritt, sieht man, das ist natürlich schon ein nicht absolut rapider, schon ein bisschen fließender Übergang. Das wären 31 Meter mit Luft. Ja, findet man wieder diese 30 Meter, über die wir bei der Narkose schon gesprochen haben. Das ist ganz interessant. Und der Maximalwert, 6,2 Gramm pro Liter, das wären dann also 40 Meter. So. Das muss man also, glaube ich, so hinnehmen. Kann natürlich mit Luft tiefer tauchen, das ist klar. Und man muss vielleicht wissen, dass das nicht bei allen Umständen sicher ist und dass das leider sich als unsicher herausstellen kann in einem überraschenden Moment, gerade da, wo man es am wenigsten brauchen muss, nämlich wenn man den Stoffwechsel hochfahren muss, weil man sich anstrengen muss. Und das kann man sich nicht immer aussuchen. Nochmal vielleicht dazu sagen, diese Studie sind CCR-Tauchgänge. Wir wissen, da ist die Atemarbeit etwas höher. Wir wissen, da ist das Kohlendioxidproblem etwas dringender als mit Open Circuit. Aber wir werden diese Grenze nicht unendlich verschieben. Ich glaube, es ist keine richtige Schlussfolgerung zu sagen, 55 Meter mit Luft sind beliebig sicher. Und ich glaube, es ist auch keine richtige Schlussfolgerung zu sagen, kann das trainieren. Die Mediziner hier unter uns, die werden das, glaube ich, besser noch wissen als ich, aber diese Transportkapazität der Atemwege, die lässt sich faktisch nicht beliebig steigern. Ja?
Das ist dem Menschen irgendwie inne. Wir haben uns halt bei diesem ein Bar Luft und einem Gasgewicht entwickelt, wie wir uns entwickelt haben. Das lässt sich nicht beliebig ändern. So. Gut, und da vielleicht nochmal zur Währung zurück. Gut, dann noch mal zu so ein bisschen Praxis mit, wie kommt man denn dann am Ende dazu zu entscheiden, mit welcher Mischung man jetzt welchen Tauchgang machen möchte? Also so ganz mal wieder ganz, ganz banal praktisch. Was man macht, ist, üblicherweise hat man ein Ziel, wo man gerne hin möchte. Also man hat eine maximale Tiefe, die man schon kennt, und darauf baut man die gesamte Planung auf, und darauf baut man eben auch auf, welche Gase man jetzt mitnimmt. Was man üblicherweise als Randbedingung nimmt, ist ein Sauerstoffpartialdruck von 1,4 bar und eine äquivalente Narkosetiefe von 30 bar. Und auf denen würde ich jetzt auch nochmal planen. Hier sozusagen eine Flasche, die mir ganz besonders lieb ist. Mit denen habe ich meine ersten Trimix-Tauchgänge gemacht, bevor ich dann gemerkt habe, dass Helium so sauteuer ist, dass ich jetzt doch einen Rebreather brauche. Wir finden, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dass wir, wo solche Flaschen rumstehen, findet man hier eine andere Markierung als die, die man noch von Nitrox kennt. Nämlich plötzlich stehen da zwei Zahlen. Und die erste dieser Zahlen beschreibt immer, wie viel Sauerstoff in der Mischung ist. Also wir hätten hier jetzt 12% Sauerstoff. Und das zweite zeigt, wie viel Helium in der Mischung ist. Es wären jetzt hier 55% Helium. Und logischerweise, Trimix ist der Rest dann Stickstoff. Das schreibt man da nicht mehr drauf, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass Leute, die so ein Zeug tauchen und einen Tauchgang damit planen, dass die diese Rechnung hinkriegen, jetzt auch noch rauszufinden, wie viel Stickstoff da dann wohl noch drin steckt. So, und da wollen wir jetzt ein paar Beispiele nochmal gucken. Welche äquivalente Narkosetiefe man denn mit Gasen auf verschiedenen Tiefen hat und welche Sauerstoffpartialdrücke und so Tauchen noch tiefer gehen hindern, und lösen dann auch nochmal auf, was auf dieser Flasche wohl unten drauf steht. Nehmen wir erstmal so ein relativ gängiges Gas, 1850. Was wäre da eine äquivalente Narkosetiefe, wenn man da sich so eine Mischung aussucht, um damit auf 60 Meter zu gehen? Und umgekehrt auch nochmal, was wäre denn bei 70 Meter? Vielleicht auch nochmal ein bisschen zu verstehen, wie man denn dahin kommt. Also ich habe eine Mischung, die hat 18% Sauerstoff, 50% Stickstoff. Und das bedeutet dann, ich habe 32%, 50% Helium hatte ich gerade nicht versprochen. Ich habe noch 32% Stickstoff. Das heißt, diese 32% sind 0,32 bar an der Oberfläche, also ein Anteil von 0,32 bar. Daraus ergibt sich, dass ich auf 60 Meter bei 7 bar 2,2 bar Stickstoff habe. Und bei 8 bar, also bei 70 Meter, 2,54 bar. Wir haben, glaube ich, alle noch von vorhin, oder vielleicht ist eine Zahl, die man sich ganz gut merken kann, ist, dass man auf 30 Metern mit Luft 3,16 bar Stickstoffpartialdruck hat. Womit man hier schon mal geklärt hätte, dass man definitiv auf sehr viel flacher wäre, als auf einer sehr viel flacheren Narkosetiefe wäre als mit als die 30 Meter. Und zwar ergibt sich das dann daraus, dass ich den Druck, den ich rausbekommen habe für den Stickstoff, nochmal vergleiche mit dem, was ich denn mit Luft an Stickstoffanteil hätte. Das heißt, ich teile einfach meinen Stickstoffpartialdruck durch den Stickstoffanteil in Luft, also 0,79, und komme damit auf die Tiefe, auf der ich mit Luft dasselbe Ergebnis erreichen würde. Und das wäre, ich kann mit dieser Mischung auf 60 Meter rumturnen und habe nur eine Narkose, als wäre ich auf 18, beziehungsweise ich kann auf 70 gehen oder immer noch nur eine Narkose, als wäre ich auf 22. Das heißt, ich hätte eine massive, wirklich einen massiven Sicherheitsvorsprung. Ja? Anders wird das natürlich, wenn ich die
wenn ich mit dem Helium ein bisschen geiziger bin, weil vielleicht muss ich es ja so wild auch nicht haben. Und rechne mal andersrum. Wenn ich jetzt eine Mischung habe mit 30% Helium und 21% Sauerstoff, für welche Tiefe wäre das denn angemessen? Auf welcher Tiefe wäre das so narkotisch wie Luft auf 30 Meter? Und wenn wir jetzt denselben Rechenweg wieder machen, wir haben unsere 3,16 Bar auf 30 Meter, und wir haben die geteilt durch den Stickstoffanteil in diesem Gas, der bei 49% noch liegt, naja, dann hätten wir bei 54 Meter eine Narkose, als wären wir mit Luft auf 30. Und da hätten wir jetzt halt auch eine Mischung, die man so im Bereich 50 Meter, wenn man sagt, man möchte das jetzt mit Helium machen, tendenziell auch auswählen würde. Ja, weil dann macht es wenig Sinn, da jetzt noch viel mehr Helium reinzumachen, wenn man eh nur auf 50 Meter, nur, wenn man auf 50 Meter bleiben will, dann einfach sich eine Sicherheitsmarge in Sachen Narkose einbauen möchte. Oh. Zum Überblick. Jetzt normalerweise macht man, ist der Weg genau der, dass ich mir meine maximale Tiefe auswähle und dass ich dann für diese Tiefe bestimme, was ich an Sauerstoff drin haben möchte, was ich an Stickstoffe noch akzeptiere und sich daraus dann ergibt, wie viel Helium nun mal rein muss. Und was ich hier jetzt in die Tabelle noch eingebaut habe, ist der Dichtevergleich, nämlich wenn ich jetzt die Mischung, die ich so angepasst habe, auf ich habe einen PO2 von 1,4 Bar in der maximalen Tiefe und ich habe eine äquivalente Narkosetiefe von 30 Meter und komme dadurch auf die Mischung, die ich dafür haben möchte. Was passiert jetzt eigentlich mit der Dichte? Und wir sehen hier, dass wir da immer noch Bereiche haben, die über diesen 6 Bar liegen, die wir eigentlich eben gesehen haben als Grenze, die wahrscheinlich sinnvoll sein könnte. Also genau hier und nicht in der Narkose liegt der Punkt, warum es vielleicht interessant sein könnte, darüber nachzudenken, den Heliumanteil sogar noch ein bisschen höher zu drehen, um hier an dieser Schraube noch ein bisschen was zu drehen. Also ich würde zum Beispiel mit einem Rebreather würde ich noch mal eine ganze Ecke mehr Helium reinpacken. Offen kann man drüber nachdenken, ob man das Risiko Dichte und Atemarbeit für so groß hält, dass man auch da noch mal etwas drehen möchte. Und einfach damit man sich das habe ich hier jeweils Vergleich noch mal, in welcher Tiefe hätte denn Luft dieselbe Dichte wie unsere Mischung auf unserer maximalen Tiefe. Also wenn ich jetzt so ein 100 Meter Tauchgang mache, sehr weit außerhalb von dem, was man so normalerweise mal nebenher macht. Ja. Oder auch mit einem wirklich ordentlichen Heliumanteil. Da ist übrigens irgendein Rundungsfehler drin, aber ist jetzt nicht so schlimm. Dann ist das immerhin so, als würde ich Luft gerade auf 45 Meter atmen. Und wir wissen, dass Luft auf 45 Meter durchaus atembar ist, aber eben. Wir sind da in dem Bereich, in dem wir mit der Dichte und mit der CO2-Retention schon tendenziell Probleme kriegen könnten, wenn es jetzt auch noch anstrengender wird. Natürlich lässt die Dichte nach, sobald ich wieder ein paar Meter oben bin. Also wenn ich jetzt weiß, okay, das ist zwar meine maximale Tiefe, aber ich bin dann auch da eigentlich nur ganz kurz und die meiste Zeit bin ich eh so viel flacher, dass die Dichte dort dann auch wieder nicht mehr so problematisch ist, dann kann man schon so Entscheidungen treffen, das so zu tauchen. Aber man sollte halt im Kopf haben, dass wenn in der maximalen Tiefe dann auch noch irgendetwas wirklich anstrengend wird, dass wir dann mit der Mischung eventuell an eine Grenze kommen und das just an den Punkt des Tauchgangs, an dem wir das wirklich am wenigsten haben wollen. Also auf 80, 90, 100 Meter Tiefe noch irgendetwas anderes dazu zu haben, außer dass man jetzt echt wahnsinnig tief ist, das ist für die meisten Menschen nicht angenehm. Also es ist einfach eine sehr ernste Tiefe, in der man auf sowas wie, oh, ich kriege keine Luft mehr, wirklich keine Lust hat. Und naja, wo man sich überlegen kann, ob man nicht ein bisschen großzügiger doch noch mit dem Helium umgehen möchte. So. Ja, und um einfach das Bild vom Anfang nochmal aufzulösen, wir könnten mit der Mischung mit 12% Sauerstoff auf 106 Meter
Und vom Heliumanteil her hätten wir eine äquivalente Narkosetiefe von 30 Metern, wenn wir 85 Meter erreichen. Und so, um das Geheimnis zu lösen, auf der Flasche unten stand 80 als Einsatztiefe. Das war damit auch geplant. Und da hätte zwar auch noch ein, zwei, drei Prozent mehr Sauerstoff reingekonnt, aber die Mischung war halt so, wie sie halt rausgekommen ist. Und ich habe da entschieden, dass 12% Sauerstoff ganz wunderbar sind für 80 Meter und das wirklich in Ordnung ist. Gut. Und ja, damit gehen wir wieder zurück in ein kompliziertes Thema mit Helium, weil jetzt wieder was Erstaunliches kommt. Und dafür gebe ich auch gleich zu Dominik zurück. Aber das Erstaunliche ist, man hat ja jetzt ein Gas, das ist ganz super leicht. Und eigentlich, also so mein allererster Gedanke wäre gewesen, oh, wenn das so leicht ist, dann geht das doch ganz leicht in den Körper rein, aber auch ganz leicht wieder raus. Da muss man sich doch eigentlich gar nicht so groß darüber nachdenken. Ist doch viel schneller wieder draußen als der Stickstoff, der ja auch dabei ist. Nichts falscher als das. Weiß Und ich nicht, dafür weiß ich gebe ich nicht. noch mal an Dominik. Ja, das lernen wir, das gucken wir uns jetzt an. Vielleicht stellt sich das am Ende sogar als gar nicht so falsch raus. With a little twist sozusagen. Aber von Anfang an, alles nach und nach, keine Angst. Helium ist das zweitleichteste Element. Das haben wir schon von Anfang an memoriert. Deutlich leichter als Stickstoff. Und natürlich haben wir darüber jetzt oft gesprochen, wenn es um die Dichte von Gasen ging. Ne? Also das ist ja genau das, woher dieses niedrigere Gewicht des Helium-Gas-Gemisches kommt bei gleichem Druck als das Stickstoff. Und Helium bindet sich chemisch auch an quasi nichts. Es ist im Labor sozusagen, es gibt ganz wenige, so eine Handvoll oder so chemische Bindungen mit Helium, die man mit äußerstem Aufwand herstellen kann. Aber in der Natur gibt es keine chemischen Heliumbindungen. Während Stickstoff natürlich in sich selbst schon ein Molekül ist, N2, also zwei Stickstoffatome binden sich aneinander, und dann hat man einen Stickstoff. Also das, was ich sagen will, ist, es ist sehr leicht sich vorzustellen, dass das Heliumteilchen, das Heliumatom, deutlich kleiner ist als so ein Stickstoffmolekül. Nicht nur leichter, sondern auch kleiner. Und das beides zusammen führt leicht verständlich dazu, dass diese Heliumteilchen viel schneller in Hindernisse reinwuseln und auch wieder rauswuseln können. Wir sagen dazu in der Physik, Helium diffundiert schneller. Übrigens, Ballons, Heliumballon am Markt. Kennt das jemand von euch noch, diese Heliumballons? Heute, ich letztens gesehen, da wollte ich noch ein Foto davon machen, die Auswirkungen des Heliumpreises, sind das echte Luftballons auf so harten Stecken drauf. Und die hält man dann hoch und dann sieht es aus, als würde der Ballon schweben. Aber früher gab es echte mit Helium gefüllte Ballons, gibt es bestimmt auch heute noch. Was passiert denn da, wenn man sich so einen Ballon kauft als Kind und hängt den dann irgendwie einen Tag an die Decke im Zimmer? Was ist denn dann mit diesem Ballon? Nach einem Tag oder nach zwei? Ja, Vero macht schon, der schrumpelt dann so blöd und wird so ganz eklig. Und warum? Weil dieses Helium so klein und so leicht ist, dass das sogar durch diese Ballonhülle durchdiffundieren kann. Und wenn man den Test macht und lange genug hinstellt, also ganz sicher aus einer Tauchflasche wäre auch Helium das allererste, was durch die Dichtungen rausdiffundiert ist. Das dauert dann natürlich viel länger als beim Ballon. Aber Helium ist einfach irre gut im Hindernisse passieren, ist irre gut in Materialien eindringen und aus diesen Materialien wieder rauskommen. Und deshalb geht Helium auch in Gewebe schneller rein und schneller wieder raus. So, und das ist wichtig, weil alle Modelle, die wir heute verwenden beim Tauchen, alle Deko-Modelle, haben als Paradigma, als eine grundlegende Brille, die alle diese Modelle aufhaben, dass die Diffusion, dieses Rein- und Rauswuseln aus ins Gewebe und wieder raus, dass das der wesentliche Prozess ist, der die Sättigung und Entsättigung von Geweben bestimmt. Da hängen alle Zeiten dran, auch die Deko-Zeiten, die man machen muss, und die Nullzeit und alles hängt da dran. So. Ja, wir wissen, das Helium ist schneller als der Stickstoff. Fein. Das große Problem ist aber die genaue Diffusionsgeschwindigkeit und damit auch sowas wie eine echte Halbwertszeit. Also wenn ich jetzt 2 bar Helium atme, wie lange dauert das wirklich, bis ich diesen Unterschied im Partialdruck zwischen meinen Geweben und der Atmosphäre zur Hälfte ausgeglichen habe? Das kann man im lebenden Organismus eigentlich gar nicht messen. Das ist so diese dunkle Wahrheit über alle Deko-Modelle. Das kann man nicht messen. Eins weiter bitte. Es ist nämlich nicht so schlimm, wie es aussieht. Man kann es aber einigermaßen schätzen.
Die Bühlmann-Modelle zum Beispiel, die rechnen mit einer so zweieinhalbfach, 2,65-fach genau, schnelleren Diffusion für Helium. Und das ist auch absolut nicht unvernünftig. Das ist in etwa, was man rauskriegt, wenn man sich einfach diese Heliumatome anguckt versus die Stickstoffmoleküle. Und wenn man sich Tests anguckt, man kann natürlich mit Wasser testen und mit Fettgewebe und mit allem Möglichen, dann ist das schon gar nicht so schlecht. So, die Konsequenz, die man daraus gezogen hat, aus dieser schnelleren Diffusion, die ist die folgende. Kurz gesagt, das heißt, dass das Helium schneller reinwuselt in die Gewebe, dass bei einem kurzen, tiefen Tauchgang die schnellen Gewebe mehr Helium aufsättigen, als sie Stickstoff aufsättigen würden. Und das wiederum heißt, wenn man dann auftaucht, muss man tiefer mit den ersten Stopps beginnen, weil die schnellen Gewebe natürlich dann auch das Helium wieder loswerden müssen. Und das heißt aber, während dieser tieferen Stopps sättigen mittelschnelle und langsamere Gewebe weiter auf. Ist im Prinzip die gleiche Diskussion wie bei den Deep Stops. Das sind ja sozusagen durch die Deko selbst vermittelte tiefere erste Stopps. Das muss man auch wieder loswerden. Und dadurch wird die Dekompression möglicherweise länger. Man nennt diesen Effekt manchmal auch Heliumstrafe oder Heliumpenalty. Also das sozusagen die von Modellen verordnete Dekompression mit einem Heliox 21 Tauchgang, also 21% Sauerstoff, 79% Helium, wäre länger als die Dekompression nach einem Lufttauchgang, wenn alles andere gleich ist. 21% Sauerstoff, 79% Stickstoff. Wenn diese Heliox-Deko wäre länger. So, eine der Millionen-Euro-Fragen beim Tauchen. Wir haben davon schon viele irgendwie. Also wenn man die alle beantwortet, ist man wahrscheinlich Milliardär, nicht Millionär. Ist, ob das Verhalten von Helium und damit auch Trimix im Körper wirklich abbildet. Weil es gibt. Wir können da Zweifel dran haben. Das ist eine furchtbar volle Folie. Wir gehen da langsam durch. Rechts ist aus der Wikipedia der Auflistung. Das sind die ganzen Kompartimente in der ersten Spalte, die Gewebe, die Modellgewebe im Bühlmann. Dann die Halbwertszeiten, das sind diese T1/2. Und zwar einmal hier für N2, also Stickstoff. Und einmal für Helium, also für Helium. Und dann sind das diese Parameter A und B. Interessant ist hier vielleicht vor allen Dingen sozusagen diese C-Spalte für, das sind die normalerweise in den Computern vorhanden sind, Teil 16c. So. Jetzt seht ihr eins. Wenn man Kompartiment 2 nimmt, meinetwegen, dann ist die Halbwertszeit für Stickstoff 8 Minuten. Die Halbwertszeit für Helium nur ein bisschen über 3 Minuten. Schneller. Um diesen Faktor 2,65 schneller, den wir gerade besprochen haben. Soweit erstmal alles fein. So, jetzt kommen aber die Probleme. Einmal hört man oft, diese Kompartimente entsprechen gar nicht echten Geweben. Das ist ein reines Modell. Wir haben in unserem Körper wahrscheinlich nichts, was exakt 8 Minuten Halbwertszeit für Stickstoff hat. Wir haben alles Mögliche mit ganz verschiedenen Halbwertszeiten. Das ist aber erstmal gar nicht schlimm, dass das keine realen Gewebe sind. Das ist egal, weil solange nicht ausgerechnet die langsamsten oder schnellsten Gewebe im menschlichen Körper führend sind an irgendeiner kritischen Situation, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr klein. Und solange die Abdeckung der Spread dieser Halbwertszeiten im Modell einigermaßen gut verteilt und ausreichend eng ist, kann man tatsächlich aus diesen ganzen Werten sozusagen einen Menschen zusammenkombinieren. Man braucht also nicht ein Gewebe mit einer Halbwertszeit von, sag, 4 Minuten 38 Sekunden oder 10 Minuten 20 Sekunden. Es reicht, wenn diese Modellge wenn das irgendwie sozusagen passend in diese Matrix reinfällt, diese Abdeckung, kann das daraus dann abbilden. In dieser Welt wäre es erstmal tatsächlich egal, also wenn diese Halbwertszeiten sowieso nicht zum realen Menschen passen müssen, wäre es erstmal komplett egal, ob das Helium um einen Faktor, sagt 2,65, schneller ist als der Stickstoff. Weil was würde passieren? Ein reales menschliches Gewebe hätte dann halt einfach eine andere Halbwertszeit. Okay, fein, aber wir haben uns eh gerade darauf geeinigt, dass Halbwertszeiten nicht exakt zu den Modellhalbwertszeiten passen müssen. Das wäre nur eine weitere Komplikation, die aber nicht besonders schlimm ist. Also da wäre sozusagen das, was Vero sagte, erstmal richtig. Es geht zwar schneller rein, aber es geht halt auch schon der schneller raus. Das gleicht sich irgendwie aus. Der Teufel steckt eigentlich woanders. Diese Heliumstrafe kommt woanders her. Die kommt nämlich daher, dass
wir ja nicht nur mit reinem Helium tauchen, das geht ja nicht. Wir tauchen mindestens mal mit Helium und Sauerstoff, aber real tauchen wir normalerweise, wenn dann mit Trimix, also einem Gemisch aus Sauerstoff und Helium und Stickstoff. Und das heißt, dann muss man diese Aufsättigung von zwei Inertgasen, nämlich von Stickstoff und von Helium, die muss man irgendwie miteinander addieren. Ja, wir sättigen Helium auf, wir sättigen Stickstoff auf, beides. Und wir entsättigen Helium und wir entsättigen Stickstoff gleichzeitig. Und diese Addition, also das, was ist jetzt das Gesamte aus diesen beiden Beiträgen? Das passiert in Bühlmann, gewichtet mit dem Anteil, mit dem prozentualen Anteil der jeweiligen Gase, sortiert nach Kompartimentennummer. Nicht nach Halbwertszeit in Minuten, sondern nach Kompartimentennummer. Und das bedeutet, dass man dann an mehreren Stellen eine Stickstoffsättigung vergleicht mit einem M-Wert zu dem jeweiligen Kompartiment, der aber aus dem Helium kommt. Und ihr ahnt, was passiert? Dieser Helium-M-Wert, der erlaubt eine geringere Sättigung als der Stickstoff-M-Wert. Und das bedeutet, man muss weiter wegbleiben von der jeweiligen Übersättigungsgrenze. Und das bedeutet, die Deko fängt früher an und wird länger. Das ist also der eigentliche mathematische Grund hinter dieser Heliumstrafe. Und ich habe das jetzt so ausführlich erzählt, nicht abschrecken lassen, wenn das jetzt ein bisschen kompliziert klang. Ich habe das aus einem Grund so ausführlich erzählt, weil diese Addition sortiert nach Kompartimentzahl statt nach Halbwertszeit, die ist einer der Punkte im Bühlmann-Modell, im Prinzip in den Neo-Haldane-Modellen insgesamt, die man durchaus kritisch diskutieren kann. Die Natur weiß nichts von einer Nummer 1 und 2 und 5 und 16. Die Natur kennt, wenn dann, Halbwertszeiten, aber man mit Sicherheit nicht 16 Kompartimentnummern. Das ist im menschlichen Verstand ausgedacht von den Menschen, die das Modell gemacht haben. Und die Natur kennt mit Sicherheit nicht, ich muss jetzt zweimal Kompartiment 7 addieren. Es kann also sein, dass diese Heliumstrafen mindestens zum Teil ein Artefakt dieser Art und Weise der Addition sind. Die andere Vorteile hat dann wieder, man macht das nicht völlig grundlos, aber jedenfalls die Natur kennt keine 16 Nummern. Die Natur kennt ein Kontinuum von verschiedenen Geweben, die verschieden schnell und langsam entsättigen. Und dementsprechend lohnt es sich, das ist der eigentliche Sinn sozusagen dieser ganzen Vorrede, dementsprechend lohnt es sich durchaus, mal versuchen zu checken, ob diese Heliumstrafen tatsächlich notwendig sind. Und das kann man machen, das hat man gemacht. Eins weiter, bitte. Ich weiß nicht, über die Schafe wolltest du noch mal referieren, Vero, kann das Nee, sein? dann mach du mir, ich erzähle dann das Ich gleich mit mache da. der Nedu-Studie. Ich mag doch die Nedu immer so gerne. Ah, du magst die Nedo so gerne. Okay, dann ich die Schafe noch. Wunderbar, gut. Genau. Also, das eine ist, Schafe sind Tiere, das weiß ich nicht so. ja, Schafe sind Tiere und Tiere, Ziegen sozusagen bei Haldane schon, die mussten also, huftragende Tiere mussten oft herhalten schon. Das hat man gemacht. Man hat Schafe atmen lassen, verschiedene Gasgemische und hat dann wieder direkt gemessen mit Blutproben, wie die Dynamik dieser einzelnen Inertgase ist. Das kann man ja machen, wenn man Blut abnimmt an verschiedenen Stellen, kann man gucken sozusagen, wie hoch sind die Sättigungen zumindest im Blut, in einzelnen Geweben und daraus dann Rückschlüsse ziehen natürlich auf die Sättigung in den umliegenden Geweben. Und was man da gemerkt hat, tatsächlich, dass zumindest so in den schnelleren und mittelschnellen Geweben diese Dynamik, also wie schnell kommt das Gas an den Geweben an, wie schnell geht es wieder raus, sich zumindest anhand dieser Proben, die man genommen hat, nicht wesentlich unterschieden ließ. Also das ist ein erster Hinweis darauf, dass vielleicht mit diesen Heliumstrafen irgendetwas nicht so ganz stimmt, dass vielleicht dann doch es so ist, dass es zwar schneller rein, aber auch schneller rausgeht. Und dieser zusätzliche Effekt, den man in den Modellen drin hat, vielleicht so im realen Körper gar nicht vorhanden ist. So, ist das ein Versuch mit Schafen? Jetzt ist das ein Versuch mit der Messung von Gasgehalten irgendwo in Proben sozusagen aus dem lebenden Tier. Das ist natürlich nicht das Gleiche wie die Frage, kriegt man dann DCS mehr oder weniger, wenn man nach der einen oder anderen Tabelle austaucht? Und diese Untersuchung, ja, wie schon manches Mal vorher, die wurde in der Navy Experimental Diving Unit gemacht. Genau, und das war, was Vero jetzt referieren wollte, exakt. Genau. Und da gehe ich mal wieder hin, weil was ich ja an den Nedu-Sachen immer so faszinierend finde, ist, das sind aktuell halt wirklich die einzigen, die überhaupt die Studien machen, bei die dann auch öffentlich zugänglich sind und die eben nicht nur
Blasen messen oder sozusagen Hinweise messen, sondern die sind ziemlich krass. Die testen einfach so lange, bis ihre Leute dann DCS kriegen, und wenn die Zahl dann zu hoch wird, dann brechen sie ab. Und also so sehr man das aus ethischen Gründen diskutieren kann, so sehr kommen daraus halt auch wirklich interessante Erkenntnisse. Insofern freuen wir uns doch einfach, dass es diese Freiwilligen gibt. Die NEDU ist die Navy Experimental Diving Unit. Das ist die US Army, also die US Navy. Das heißt, dass auch alle Leute, die hier sozusagen als Probanden dabei sind, das sind fitte junge Männer. Ne? Also das sind keine Studien an einem durchschnittlichen SporttaucherInnen, sondern eine sehr eingeschränkte Gruppe. Was haben die gemacht? Die hatten eine sehr praktische Fragestellung, eigentlich auch aus der Tatsache heraus, dass Helium teurer wurde. Bisher taucht die Army bei solchen Tauchgängen üblicherweise mit Heliox. Also die haben den Stickstoff gar nicht mehr mit in der Mischung, sondern haben nur Sauerstoff und Helium und wollten herausfinden, ob es nicht sinnvoller sein könnte, stattdessen Trimix einzusetzen, weil man A dabei Helium spart und B dabei schneller aufsteigen kann, weil man ja nach den Tabellen, die benutzt werden, mit Trimix weniger Helium hat und deshalb auch etwas schneller, also eine etwas kürzere Deko hat, also diese Helium-Penalty ist dabei etwas niedriger. Und ja, dafür haben sie mal wieder ihre Taucher in so eine Trockenkammer gesetzt. Also nicht ins Wasser, sondern mit einem Kreislaufgerät trocken. Und zwar ein Tauchgang, der durchaus sozusagen bei ihnen stattfindet. 60 Meter, 40 Minuten. Eine Gruppe hatte Heliox 1288 und eine Gruppe hatte Trimix 1244, also halb Helium, halb Stickstoff. Und beide Gruppen haben den Aufstieg gemacht nach der Trimix-Tabelle, die kürzer war, deutlich kürzer als der Aufstieg nach der Heliox-Tabelle. Und bei diesem verkürzten Aufstieg hätte man jetzt etwas erwartet, weil man hätte erwartet, dass diejenigen, die mit Heliox unterwegs sind, sehr viel mehr Probleme bekommen als diejenigen, die mit Trimix unterwegs sind. Deshalb sind die Tabellen ja so gebaut. Die Navy arbeitet da immer mit so statistischen Wahrscheinlichkeiten. Also die geben gerne an, was sie bei einem, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie bei einem bestimmten Tauchgang erwarten, dass der mit DCS-Symptomen endet. Und sozusagen aus den Daten, die die haben, hätte sich ergeben, dass sie jetzt eigentlich für die Trimix-Tauchgänge eine Wahrscheinlichkeit von 2,14% erwarten. Und für die Heliox-Tauchgänge, weil dort die Deko ja deutlich kürzer gemacht wurde, als sie das mit Heliox wirklich gemacht hätten, hätten sie über 5,5% der Heliox-Tauchgänge erwartet, dass die tatsächlich mit DCS enden. So. Und dann ist aber ganz was anderes passiert. Es waren jeweils knapp 50 Tauchgänge durchgeführt mit den beiden Mischungen, also 46 zu 50. Und von den 46 Trimix-Tauchgängen haben zwei mit DCS geendet, obwohl die ja nach der für Trimix gedachten Tabelle aufgetaucht sind. Und gleichzeitig ist bei den 50 Heliox-Tauchgängen einfach überhaupt nichts passiert. Das heißt, sie sind rangegangen an dieses Thema mit der Hypothese, Mensch, mit Trimix werden unsere Tauchgänge sicherer und schneller als mit Heliox und deshalb wollen wir weiter Trimix benutzen. Und das war damit einfach so klar widerlegt, dass sie dann, also auch die Army tut ihren Soldaten ja nichts an, was jetzt nicht zu großen Erkenntnissen führt. Das heißt, nach den zwei DCS-Fällen, die haben ausgereicht, um zu sagen, nee, also das, was wir da nachweisen wollten, das ist schlicht falsch und wir können genau hier das Experiment auch abbrechen und müssen jetzt nicht noch weitere Leute da reinreiten, dass sie Symptome haben, dass es ihnen schlecht geht, dass ihnen irgendwas passiert. Ja? Damit war das erstmal vom Tisch und so ganz indirekt kann man damit auch sagen, naja, vielleicht stimmt es auch wirklich nicht, dass man mit Heliox, also mit der Abwesenheit von Stickstoff,
so viel längere Dekozeiten braucht, weil bei den Heliox-Tauchgängen ist ja nun mal nichts passiert, obwohl man das erwartet hätte. Also mit dieser Studie ist halt genau das Thema Helium-Penalty und wie sicher ist das, dass das richtig ist und wie sehr muss man sich daran anpassen, ist genau damit halt tatsächlich wieder sehr groß in der Diskussion und sozusagen also auch in der Praxis von einigen Leuten, die so sehr, sehr experimentelle, sehr lange, sehr schwierige Tauchgänge machen, finden da auch Anpassungen statt, die man jetzt gut finden oder die man vertreten kann oder auch nicht. Was das genau bedeutet, ist nicht ganz so klar, was jetzt so eine Studie aus einem Bereich, den wir eigentlich so selten tauchen, was das für uns für Konsequenzen haben könnte, ist noch mal eine ganz andere. Und dafür für ein Schlusswort noch mal zurück zu Dominik. Ja, man kann es einmal sagen, sozusagen das Zitat oben von Michael McDonough. Trouble is that while this helium penalty is fictitious, also es mag sein, dass diese Heliumstrafe, so wie sie originär aus Bühlmann kommt, sozusagen, dass die nicht existiert. Es mag durchaus sein, dass Trimix keine längere Deko braucht, wenn alles andere gleich ist, also der Inertgas gleich ist, dass das keine längere Deko braucht als Heliox. So. Aber etwas anderes ist kein Artefakt, nämlich dass tatsächlich das Risiko der DCS beobachtet steigt, je höher die Exposure ist. Es ist sehr schwierig, sich in eine DCS hineinzureiten bei einem kurzen, flachen Tauchgang, einfach weil die insgesamte Aufsättigung sehr klein ist. Während tiefere, längere Tauchgänge sehr wohl ein nennenswertes DCS-Risiko mit sich bringen. Und das sind ja genau die Tauchgänge, tiefer und länger, bei denen Trimix sein Hauptanwendungsfeld hat. Und dieser zweite Effekt, der ist mit Sicherheit kein Artefakt. So, das sind also die Worte von Michael McDonough hier, aus so einem Blog-Eintrag auf der Shearwater-Website, wo das auch nochmal sehr gut aufgearbeitet ist, auch die entsprechenden Studien auch nochmal verlinkt sind, über die wir auch gerade sprachen. Das da drunter ist sozusagen so ein kleines bisschen das, was ich vielleicht sagen würde, denke ich dazu. Wir sind momentan, mal ganz ehrlich, nicht in einer Situation in der Tauchcommunity. Beim technischen Tauchen nicht und auch beim Sporttauchen nicht, in der Menschen sich beschweren, dass sie zu selten und zu wenig DCS kriegen. Im Gegenteil. Wir sind in einer Situation, in der nach jedem bekannt werdenden DCS-Fall eine riesige Diskussion losgeht, woran es gelegen hat, was jetzt der Fehler war, was man unbedingt machen kann, damit einem selbst das nicht passiert. Das ohne Wertung, das soll nicht negativ klingen. Das zeigt aber mir einfach sehr klar, dass ein großes Interesse daran ist, das Risiko weiter zu senken, statt das Risiko zu steigern. Wir sind nicht in einer Situation, in der die Leute sagen würden, mir ist Deko insgesamt schon sehr viel zu lang. Bitte gib mir ein bisschen kürzere Dekompressionsschedules. Ich nehme gerne ein höheres Risiko in Kauf. Im Gegenteil, wir sind in einer Situation, in der die meisten Leute sagen, bitte sag mir, wie kann ich es noch ein bisschen sicherer machen? Wie kann ich mein Risiko noch ein bisschen weiter senken? Und was würde aber passieren, wenn wir jetzt anfingen, diese Helium-Penalty aus den Deko-Algorithmen sozusagen zu entfernen, mit denen man Trimix taucht? Das ist völlig klar. Wir würden natürlich kürzere Deko-Schedules kriegen. Aber ein kürzerer Schedule heißt, wir gehen, wenn das Atemgasgemisch gleich bleibt, man taucht das gleiche Trimix hinterher wie vorher, dann bedeutet dieser kürzere Schedule, man geht unweigerlich näher an die M-Linie ran. Geht ja gar nicht anders. Und es ist unvermeidlich, dass damit die Anzahl von realen Vorfällen ein Stück weit steigen würde. Ein Stück weit, wie weit, wissen wir nicht. Aber da wir in dieser Situation sind, wo die große Mehrheit der Taucherinnen und Taucher das Risiko lieber senken statt steigern möchte, glaube ich einfach, das wäre eine schlechte Idee, das jetzt auszuprobieren. Und schon gar ohne, dass man sozusagen eine gewisse Meinungsbildung dazu hat. Und das heißt letzten Endes, es kann durchaus sein, dass diese Helium-Penalty, so wie sie in den Modellen drin ist, sehr schlecht zu rechtfertigen ist. Aber der Effekt, nämlich weiter von den Grenzen wegzubleiben, der ist wahrscheinlich ein gewollter Effekt, wenn man die Mehrheit der Taucherinnen und Taucher fragt. Und da kann man ja durchaus mal sagen, eine bessere Idee hat, gar nicht schlecht, das beizubehalten. Vielleicht, wenn man da noch näher nachforscht, findet man Möglichkeiten, einen Kompromiss zu machen, der dann gleiche Sicherheit bietet, aber vielleicht ein bisschen schnelleres Schedules ermöglicht. Oder. Aber momentan sozusagen mag das ein Fall sein, wo man etwas tut, das schlecht motiviert ist, aber das trotzdem gute Konsequenzen hat und Konsequenzen, die von der Mehrheit als gut empfunden werden.
Das ist sozusagen, dann können das diskutieren, aber das wäre mein Eindruck dieser ganzen Geschichte momentan. Es ist vielleicht tatsächlich so, dass wir gerade lernen, diese Strafe ist, die hat das Helium nicht verdient, aber Taucherinnen und Taucher haben halt auch nicht mehr DCS-Fälle verdient. Es könnte, also der Mitchell hat sich dazu auch nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, naja, es kann halt sein, dass wir das Richtige tun, aber aus den falschen Gründen am Ende. Und solange das, was wir dabei tun, das Richtige ist, ist es ja erstmal gut. Aber gleichzeitig würde ich schon gerne natürlich irgendwann verstehen, wie es denn ist, weil ich so ungern aus den falschen Gründen das Richtige mache, sondern doch so gerne die richtigen Gründe dazu hätte, gell? Vielleicht kommt dabei auch raus, dass man einfach die tieferen Stopps etwas ins Flachere verteilen kann und kriegt dadurch die Sache am Ende noch sicherer, als es jetzt ist. Also das ist ja sehr offen, was dabei rauskommt. Und ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch ziemlich interessant zu beobachten. Damit sind wir für heute erstmal auch durch. Also da ich jetzt gerade schon sozusagen gefragt wurde, nach ein paar Themen, die kommen alle dann in 4 Wochen, Teil 2, die Risiken, die Heliumtauchen so mit sich bringt. Und damit gehe ich für heute hier jetzt raus, weil dort geht es dann einfach in 4 Wochen tatsächlich erst weiter.